Dennis Gutrieb, ich bin jetzt 34 Jahre alt. Das ist meine erste Trainerstation bei TuS Maccabi. Ich hatte ein relativ gutes Gespräch mit dem Claudio Offenberg, da ist der Kontakt her entstanden. Wir hatten ein gutes Telefonat, haben uns kurz ausgetauscht. Da hieß es, dass der Trainerposten vakant ist, ob ich es mir grundsätzlich vorstellen könnte. Ja, man kann sagen, in meiner jetzigen Situation hat das Gesamtpaket komplett gepasst. Sowohl die Bedingungen, die hier vorherrschen, wir haben zwei Rasenplätze, wir haben zwei Kunstrasenplätze. Also es sind wirklich sehr professionelle Strukturen hier da, die ich ja teilweise in meinem Leben auch schon mal miterleben durfte im fußballerischen Bereich. Das heißt, hier ist alles gegeben, was man braucht. Ja, ich erhoffe mir natürlich, möglichst viele positive Erfahrungen zu sammeln. Im bestmöglichen Fall auch eventuell wieder aufzusteigen. Das muss man mal sehen, wie sich die Mannschaft hier entwickelt. Ja, ob wir es diese Saison schon vollziehen können, ist natürlich jetzt noch fraglich, weil man im Endeffekt tatsächlich abwarten muss, wer nun wie dann zu uns stößt. Wir haben schon 3-4 sehr junge Spieler dazu bekommen, wo ich extrem viel Potenzial sehe, da ich ja nun jahrelang in der Oberliga gespielt habe. Denke ich, kann ich das Niveau ganz gut einschätzen von den einzelnen Jungs. Also da haben wir schon gute dazu bekommen, aber nichtsdestotrotz brauchen wir auf jeden Fall noch 2-3 Verstärkungen. Jetzt gilt es natürlich, da eine möglichst schlagkräftige Truppe draus zu entwickeln, um dann größtmöglich sportlichen Erfolg zu haben. Und das ist natürlich meine Hoffnung, die ich habe. Ich bin genauso wie als Spieler immer als Trainer natürlich auch daran interessiert, größtmögliche Erfolge zu feiern und dementsprechend halt auch mich daran messen zu lassen. Den Trainer kannte ich letztendlich nur vom Hören. Ich habe ihn einmal bei BFC Dynamo gesehen, ist aber schon lange her. Und die ersten Eindrücke sind sehr positiv. Er hat eine klare Ansprache und auch klare Vorstellungen. Und ja, ich kann schon mal sagen, dass er auf jeden Fall, wie gesagt, eine klare Linie hat und diszipliniert auf jeden Fall ist und hohe Anforderungen stellt, ja, läuferisch vor allen Dingen. Und im taktischen Bereich arbeiten wir im Moment sehr viel. Und also ich kann auf jeden Fall sagen, dass von beiden Seiten aus alles bis jetzt sehr gut läuft. Ja, im Moment bin ich noch eher der ruhige Typ, weil ich erstmal natürlich sehr viel beobachte und mir alles anschaue, wie sich die Spieler so bewegen, wie sich so die Eigendynamik entwickelt, die ja auch sehr, sehr wichtig für eine Mannschaft ist. Bis jetzt bin ich da positiv überrascht. Sicherlich, wenn es nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle und die Mannschaft auch keine guten Leistungen bringt, werde ich sicherlich auch emotional in der Kabine werden. Aber ob ich jetzt draußen an der Außenlinie da wild umhertanze oder nicht, das wage ich im Moment noch zu bezweifeln.